Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange 2. HQ, I'm flying over the city. No danger in sight. Copy? Hey, I put some clean water in the bathroom so you can wash a little. So kaltes Wasser. Das ist trockene Kleidung. Ansehen. Nope. Eimer. Warte mal. Das Klo geht nicht und man muss da in den Eimer. Oje, oje, oje. Behälter. Drinking water. Ach, das ist Trinkwasser. Okay, Medizin. Das ist doch Medizin. Ja gut, man weiß nicht, no was für welche. No way I can give any of these to Daniel. Too risky. Das dachte ich mir. Okay, da ist auf jeden Fall kein Feuerzeug. We never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and keep it closed. Okay. So. Ah, da war meine Tasche, ne? Daniels Bau, wie cool. This thing is strong as a rock. Cool. Brauchen wir aber nicht. Trüffel macht sich's gemütlich. Daniel! Nice work, Daniel. All that Minecraft paid off. Booster, Booster. Hier, mein Zeug. Altes Radio, Buntstifte, ein Brief. Wonder where Brody is now. Oh yeah. No Internet. Ja, der Brief ist echt schön. Dann haben wir hier Zeitung, Buch, Brief, nochmal ein Brief, okay, ansehen. Oh yeah. He definitely cared for us. What a piece of shit. Was? Tanksteinbesitzer konfrontiert Flüchtlinge. Die Polizei untersucht einen Raubüberfall. Wir haben nichts gestohlen, du Blöder. Der durch die zwei Ausreißer aus Seattle durchgeführt wurde, die für den Tod eines Polizeioffiziers im Oktober verantwortlich sein sollen. Hank Stamper, Besitzer einer Tankstelle am Highway 5 und eine Stütze der Gemeinschaft, sagte, er konfrontierte die Brüder Shaw und Daniel Diaz, nachdem er sie in seinem Laden erkannte. Stamper sagte der Polizei, dass die Brüder in die Wälder entkamen. Sie wirkten verloren. Ich wollte ihnen nur helfen, als ein Vater und Bürger. Ah, von wegen. Und wir haben nichts gestohlen. Du Blöder. How can I feel bad for him? Ja, was, Familie erinnert sich an sanften Polizisten, der in der Schießerei in Seattle starb. Okay. Ashley Matthews, Schwester vom Wachmeister Kindred Matthias, der in dem geheimnisvollen und kontroversen Vorfall in Seattle starb, welcher zwei Tote hinterließ, hat eine Mitteilung veröffentlicht, in der Bezug auf Drohungen, die sie erhielt, und auf Kritik, die online am Beamten geübt wurde. Mein Bruder war ein lieber Mensch, der nur 6 Monate lang Polizist war und an diesem Tag nicht hätte allein sein sollen. Mein Herz ist bei der Diaz-Familie und allen Opfern dieses furchtbaren Unfalls, auch uns. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter allein auf Patrouille gehen muss, wie sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Kindred widmete sein Leben der Unterstützung anderer, besonders Kinder in gefährdeten Heimen, und stellte seine Zeit stets für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, hinter einer Tastatur zu sitzen und zu urteilen und ihn anzugreifen, doch genauso wie wir um andere trauern, trauern wir um einen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Okay, das ist es nämlich. Ich dachte, so habe ich nämlich auch nochmal gedacht, der hätte gar nicht alleine unterwegs sein dürfen, oder? Ich dachte, Polizisten müssen immer zu zweit sein. Und ja, das war alles einfach nur blöd, ne? Okay, mehr gibt's nicht. Alles klar. Beenden. Buch. No excuse not to binge read. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Hochpatientenzentrum, Portland, Oregon. Sehr geehrter Patrick Hill. Wer ist das?
Dies ist eine Erinnerung an Ihre geplante Chemotherapie-Termin im Hope-Patientenzentrum am 8. September um 14 Uhr. Bitte lesen Sie die beigefügte Anweisung als Vorbereitung auf Ihren Besuch. Falls Sie Fragen haben sollten, rufen Sie bitte unser Hauptbüro unter 555 Hope von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr an. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Fischer. Oh, ich glaube, der Vorbesitzer hier, der hatte Krebs oder so, glaube ich, ne? Oh nein. Okay. Also ist aber... Ach, mein Gott, hier ist mein Feuerzeug. Time to get warm. Jawohl. Zurückgehen. So, ich mach Feuer an, Daniel. Okay, deswegen ist hier wahrscheinlich keiner mehr. Ist da eine Katze oben? Ein Waschbär! Schnell! Hey, look! Our buddy Raccoon is back. I got my eyes on him. He stole Mushroom's ravioli yesterday. Yeah. Next time we'll call the forest cops. You whiskered thug. Na, wie süß. Kleine Pilztier da. So, jetzt aber Feuer machen. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Dang, I am starving. Guess it's time to start cooking. Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. Pizza ja fliegen lassen, hallo? Einen sauberen Topf finden und Essen zubereiten. Okay. I could start Daniel's delivery service. He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. I miss him so much, it hurts, Sean. I know, Daniel. It's okay to think about him. I do it too. Okay. So, ah, hier. Topf. Daniel needs to eat something after all that psychic crap. You're the best puppy in the world. Genau, wärm dich schön auf. Tough choice. Ja, ne, nimm einfach irgendwas. Better talk to Daniel after dinner. Was soll ich mit dem jetzt erst noch reden? Was? Nee. Ich dachte gerade, ich soll mit dem reden vorher noch. Nein, Essen vorbereiten. Dude, you'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. You really did so? Well, that'd be a bad idea, but you sure are getting good at this. I wonder if there's anyone else like me. I think we'd know it by now. Ja, eigentlich nicht, oder? Weil ihr redet ja auch nicht darüber. So, draußen zeichnen. Oh ja, zeichnen. Ach so, nein. Nicht rausgehen. Nein, ich... Hündchen, komm zurück. Schön hier bleiben, Hündchen. I've looked enough. Time to draw now. Okay, wo noch? Wo noch? Egal, da oben. Cool. I think I'm ready to draw this. Pretty good. But I can add more details if I want.
time to take the pen, dude. Oh, schön. Okay, got it. Vielleicht ist im Grill ja noch irgendwie ein Schnitzel drin oder so. Mehr nicht? Doch, doch, irgendwas geht noch. Der Hund geht noch! I've looked enough. Time to draw now. Sehr schön. Come on, girl. Let's get back in. So, was macht das Essen? Ist es fertig? Mahlzeit servieren. Perfekt. Okay. Dinner's ready. Getting sick of ravioli. Ja, aber besser als nichts, ja. Tu so, als wär's Spaghetti. That was Spaghetti a la Diaz. Didn't you taste the famous truffle sauce? Yep. Plus, I love the garlic bread. And ice cream. Yum. Ooh, you want some too? Huh, Mushroom? Man, nimm doch nicht immer deine Fähigkeit, Junge. Das kann noch richtig schief gehen irgendwann. Er muss auch essen. Daniel, come on. I know. Hide my powers. But it's just you and me and Puppy. I don't want you to get in the habit. Sorry, I'm cool. Hold on. I need to show you something. Okay. Gotta show him the map. I think okay. I left it with my books. Nothing here. Okay. Daniel, what did you do with the map? What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? Oh, this map. It's in my tent. Sorry, Sean. Okay, Zeichnung. Ah, der Hund. I could do a super cool manga about Daniel. Ja. Hündchen. Weg, bitte. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. Daniel! Hey, man. Can you call your dog? I don't exist. Mushroom, come here, girl. Ja, wie cool. What a great team. Wie sie das beschützt hat hier für Daniel, ne? Time to play dad talk. Okay, Spielzeug, Spielzeug, CD-Player, Tafel. Daniel loves his brand new tablet. Sean, there's someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. I just saw him now. Das ist doch nur eine Decke, oder? Daniel! Got you! Man, are you out of your mind? Come on. Don't be such a pussy. Don't you think your power can be put to a better use? Anyway. Der soll doch nicht sowas machen immer, Mensch. Okay. I think it's time for us to hit the road. You're not getting better. We're almost out of supplies. No,
I'm okay. It's just a cough. Yeah, a bad cough that won't go away. Trust me, Daniel. You need some medicine. Look. Here. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents... our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... they'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they don't like me? Also ist es von ihrer Mutter, die die zwei irgendwie verlassen hat oder so? Oder keine andere Option? They're family, right? Plus they owe us for what Karen... for what Mom did. You sure? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Man, they're gonna love you. Grandpa's super cool and... I'm sure you guys will be best buds. Well... okay. But Mushroom has to agree too. She's part of the team. What do you say, girl? Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win, I get the draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, loser. Party time. Okay, ready to lose, Captain? Watch your butt, matey. Genau, da war ja was. 6, 5 und 4. Ne? Wir brauchen also. Also Würfel. Here we go. Just need a 6, a 5 and a 4. Okay, oh, ich hab gar nichts. Toll. I need a ship. Give me a 6. Ich hab. Still no ship. Nein. Seriously? Stuck in a harbor. Too bad. Oh, ich hab ne 6. Got a ship now. Und ich habe eine 5. Ahoy, Captain. Ahoy. Und ich habe eine 4. I have a crew now. Here comes the loot. Okay, wir nehmen den Würfel. Here you go, cargo. Kann ich jetzt... Nee, ich kann nicht mehr würfeln. Ne, dann mach ich alle. Better rein. Than nothing. Oh, I'm a sucky pirate. Eigentlich ein lustiges Spiel, ne? The dice are yours. You see this? Perfect throw. Yeah, yeah. Good job. I need the score now. Pretty please. Score! Oh. Watch out, Sean. I'm so scared. Okay, ich glaube, der gewinnt. Pretty good. Come on, my turn. Can I get something better this time? Okay, wir haben ein Schiff. Okay, got a ship. It's better than nothing. Aber wir haben keinen Kapitän, das heißt, wir müssen nochmal würfeln. I wonder what we would have done if we didn't find these dice. I don't know. Probably read all these books. Boring. You remember that time I beat Dad at chess? You mean we beat Dad? Yeah. You did help me distract them. Ich habe auch keinen Würfel mehr übrig. He would have liked this game. Definitely. He was a great pirate. Just like us. Captain Diaz, King of the Seas. What? Come on. Sit, please. Sit. All right. Everyone on deck.
Do you think Grandma and Grandpa will have a console? And I win. Do you know what it means? Yeah, okay. You want it. Here's my bag. Let's see. Oh je, was malt jetzt da drauf? Here, what do you think? Das ist... Is that mushroom? Yes. I know I'm not as good as you, but... Nah, it's really cool, dude. Thanks. So, let's do another one? Ja, okay, oder? Nee, komm, es wird spät. Lass uns hinhauen, morgen müssen wir loslaufen. It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. She has to pee. Okay, okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. Gross. You're right. Don't smoke. But it's our last night, so we can do anything. All right, all right. I heard you the first time, dude. Da gedacht, er hätte auch die Fähigkeit hier, ha? Rules. Ich sag dann schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.